Servus Leute, wir sind wieder zurück bei Altes Live. Wir machen jetzt kurz eine Verkehrskontrolle und ein paar andere Sachen, halt eher was humanere Polizeijob. Es ist gerade nicht so viel los, aber da ich die nächsten Tage nicht da bin, brauche ich ein paar Parts und deswegen bin ich jetzt wieder live mit den anderen im Chat. So, bin wieder da bei euch. So. Was war jetzt gerade mit Überfall bei der Tankstelle oder nein, was? Nein, das war aber vorm Restart. Jetzt schreibe ich ihm zurück, vor dem Restart wird es schwer für uns nachvollziehbar sein. Der, wo ist denn wo, was kann man links abbiegen beim Pfirsichfeld? Was ist denn da? Wenn man links abbiegt. Der Drogendealer nur, oder? Na, Kupfer. Na, links. In Richtung Stadt auswärts. Der Hauptstraße weg. Da ist nämlich der mit seinem Monster-Truck hinterher gefahren. Oder hast du einfach nicht gesehen, wo die Pfirsiche sind? Aber das glaube ich auch da nicht. Ah, oh ja, warte mal, ich mach gleich Fahrzeugkontrolle. Ob es überhaupt einer gehört. Die stecken nämlich irgendwo. So, das Fahrzeug ist abgesperrt. Durchsuchen. Nothing illegal, zugelassen auf. Das kann sechstens Wicker sein. Adrian. Ja, was gerade? Ja, das Beste ist. Die sind da nirgends. Die haben das Auto stehen lassen und sind angehauen. Hä? Was ist mit okay? Mir hat jetzt gerade einer geschrieben, El Torito hat okay geschrieben. Ja, mir. Das hätte er mir schreiben sollen. Okay. Ja, das passt schon. Da wegen einem Überfall. Die haben das Auto jetzt da angestellt und sind. Das verstehe ich nicht. Rennen die jetzt so weit zum Pfirsichfeld immer hin? Ja. Wenn es beschädigt ist, dann darf ich es auch stehen lassen und kannst du nicht fahren. Guten Tag, Herr Adrian. Guten Tag. Was ist mit dem Auto da los? Darf das da nicht stehen? Doch, aber wollen Sie Pfirsiche farmen oder was? Ja. Dann würde ich in der Nähe von dem Pfirsichen parken und ich möchte sie ganz kurz durchsuchen. Ich nehme sie ganz kurz okay. Fest. Ja, ich wollte gerade umparken. So, Lizenzen, Führerschein, okay. Durchsuchen. Kann man nur durchsucht werden, wenn man festgenommen wird. Ja. So. So, sie können sich mit V wieder befreien. Ja, als Tipp nur fürs nächste Mal, ich werde das direkt dorthin stellen, dann haben sie es einfacher, dann brauchen sie nicht immer so weit laufen. Weil das hier schaut doch ein bisschen illegal mäßig aus, wenn sie da irgendwo im Nirgendwo stehen. Schönen Tag noch. Ebenfalls. Die zwei waren genial. Leg mal. Das sind aber auch ziemlich junge zwei Burschen gewesen. Ja, ja, die haben gewusst, wie man Smartphone benutzt. Ja, aber was, die sind, was nicht, circa, wie weit wird denn das sein? So 250 Meter hinter dem Pfirsichfeld. Haben sie sich hingestellt. Die sind immer hingelaufen. Die sind hingelaufen zum Pfirsichfeld und dann wieder zurückgelaufen zum Auto mit den vollen Taschen. Das ist ja idiotisch. Ja, ich hab's gedacht, dass das Auto dann keiner findet und klauen kann. Mal schauen, ich schau jetzt einmal kurz zum Spital hintere. Ich war gerade beim Waffensammler. Oder beim Gage. Wie viele Leute sind am Server? Kannst du kurz nachschauen? Ja. Relativ wenig, glaube ich, oder? Zivilisten. Okay. Wo sind denn die dann alle? Entweder sind in Norden Coca-Farmer und Heroin-Farmer. Ja, im Norden, Osten. Ja, da haben wir jetzt keine Chance zu treten. Ja. Wenn die anderen da herumspülen dort unten am Kopfausbildung machen. Bei Organe-Farmen tun die wenigsten. Weil sie wissen, das ist urheikel. Du verdienst zwar mega viel,
Ja, aber. Aber es ist urheikel. Ich glaube, da immer meistens ein Polizist in Kavala steht. Ja, aber ich finde einmal, es ist nicht einmal so schlimm, wenn du zu zweit bist beim Spital. Einer bleibt im Auto sitzen oder wie auch immer. Oder? Und fährt weg oder was? Und ja, der andere rennt und schaut ein bisschen um, halt schaut ein bisschen herum. Ja, und macht immer schön die Tieren zu, nicht dass es offen lässt. Oder stellt sie am Kavala am Marktplatz durch, so wie wenn er einkaufen tät und jetzt sagt halt, erst pass auf, der fährt jetzt da weg. Ja. Das geht so einfach gerade zu zweit, finde ich. Ja. Und dann darfst du halt beim Tiefkühler musst du halt aufpassen, da ist ein bisschen einer bleibt sitzen. Genau. Im Auto. Oder du fährst kleine in den Schuppen. Oder ich fahr meistens hintere. Stehen wir meistens. Ich hab mir auch letztens hinten hingestellt, aber das ist aber. Ich bin hingefahren, da ist der Wolfbart gerade vorbeigefahren. Und dann hat er mich gesehen, hat er mich sozusagen bin ich nachher links abgehangen, irgendwo und mich ins Dunkle halt hingestellt, hab kurz gewartet. Ja. Aber dann ist er halt wieder gekommen. Aber oh, das war eh klar halt. Ja. Fast. Aber was machst du mit den Organen? Halt kriegst du nicht einmal weg. Ja, das ist es. Das. So. Es war noch cool, wenn du so ein Tiefkühltransport, dass die Organe nur mit dem Tiefkühltransporter fahren kannst oder sowas. Mhm, dass du richtig einen Kühltransporter brauchen würdest. Ja, aber dann war es extrem halt dann. Ja. Ist am Marktplatz was los? Der Code ist glaube ich im Marktplatz, oder? Ja, darum habe ich ja gefragt. Der codet schon wieder wahrscheinlich. Er wird schon wieder mit seinem Server spielen oder so. Mhm. Na, da ist gar nichts. Ich überlege jetzt gerade, ob ich in irgendwo größere Streifen mal fahren soll, in Richtung Norden. Ich fahr gerade um, so. Fahrt er ganz vorsichtig mit seinem Auto. Ganz brav, sonst nehmen wir wieder das letzte Geld weg. Ja, das ist das Schweineteil, schnell vorne. Sicher. Bis zu 9000 kann es kosten. Ja. Wird dann schon, wer überhaupt das Ganze neu anfängt. Ja, ich weiß, kann man ins Minus da auch gehen, oder? Ja, beim Autokauf, glaube ich, geht das. Bei der Stoffmarke. Wie kannst du beim Autokauf ins Minus gehen? Ja, dann gebe ich laut Strahle geht das. Hä? Okay. Einen gewissen Prozentsatz, glaube ich, kannst du ins Minus gehen. Aber das Geld musst du dabei haben, beim Kaufen. Kannst du nicht auf der Bank oder haben. Oder irgendwie, irgendwas hat er gesagt, mit irgendwas kann man ins Minus gehen. Vielleicht beim Auto rausholen, aus der Garage. Ja. Oder speicherst drauf, oder irgendwas. So. Wo bist du jetzt circa? Beim Organ. Ich bin jetzt. Ja, oder ich bin nichts los. Nein, nicht. Wenn dann Heroin oder sowas. Ja. Aber bis wir dort oben sind, dauert es ein bisschen. Ich würde gleich Zivilist einer kommen, dass du was zum Tor kriegst. Aber ich mach dann eh so legale Sachen wie Salz fahren. Upfer. Aber Zivilist alleinig ist auch zart, das musst du auch. Ist das? Das ist so deppert, wenn du alleinig bist. Ja. Ja, bitte. Ja. Hä? Ja, falscher Tonal. Achso. Sind die zwei bei dir oder was? Mit ihren Monster-Truck. Ich werde nicht wissen, was die Pfirsich verkaufen sollen. Ja, das kann ich, der ist doch auch den beiden zu. Aber von wo haben sie das Geld dann für den Monster-Truck her? Das ist halt die Frage. Nein, jetzt ist ein Raffen von mir hier. Irgendeiner. Zumindest angeschlagen. So, Monster-Truck ist doch gleich verdient, wenn du zu zweit dich zusammenlegst, jeder hat 10.000 zum Start auf dem Konto, kaufst du dir einen Monster-Truck, wo ist denn das Problem? Geht sich das aus? Das kostet ja nur 20? Ja, klar. Ah, okay. Kostet. Ich glaube, der kostet mehr. Du kannst ihn auch mieten, dann ist er noch billiger. Mieten kostet doch bloß 2.500. Ah, okay. Habe ich nicht gewusst. Bin auf dem Server nur als Polizist unterwegs gewesen meistens.
Ja, aber Herr Polizist, Herr Hauptmann, du musst schon mit dem Volk mitgehen, die Preise yeah. muss man kennen. Ich weiß, wie viel der Hunter kostet, das reicht schon. Der Hofhund kostet 18.000. Aber bei ihrem fürstlichen Gehalt fürchte ich, dass sie mittlerweile in einem Palast wohnen. Mit den Wasserhähnen aus Gold. Das glaube ich nicht. So viel Geld habe ich noch nicht. Was ist? Der arme Streifenpolizist muss nachts noch Koks fahren. Na, Organe. Habe ich letztens kurz mal gemacht. Mach ja meistens. Oder keine. Atommüll machen. Nein, das ist Atommüll, ist Arsch. Da passt da musst Boot, du zweit sein. Nein, da musst du zweit sein. Ja. Einer, der fliegt und einer, der sammelt. Ja. Weil sonst ist Atommüll, kannst du vergessen. Weil da musst du ja. erst mit dem Boot rausfahren, dann musst du das ja. Eis sammeln, dann musst du vom Boot umladen in ein Auto. Ja, du musst aber musst du zuerst das Auto dort hinstellen, weil sonst hast du ja. nachher keins. Da musst du aufpassen, dass da keiner fladert. Ja. Eigentlich. Da musst du da aufpassen, dass das Boot keiner fladert, wenn es das du zurückverkaufst. Ja. Ah, das ist alleine, ist das schon sehr müssen. Das sind die Organe schon geschickter. Und halt, ich glaube, vom Preis her ist mehr Aufwand. Ja. Halt, das Einzige, was halt ewig dauert, war ein langer Weg bei den Organen. Du fährst nämlich gut, ja. Eine Stunde, fast ja. Nein, Organe. Helmet, oh ja. Ja, mit einem Helmet, okay, da musst du aber. Ne, ich bin letztens mit dem kleinen zivilen Traktor noch gefahren, was du mit normalen Führerschein fahren darfst. Achso, okay. Da bin ich circa 20 Minuten gefahren oder sowas. Ja. Weil da brauchst du nachher nicht so lange zum Auffüllen und. Ja, dann brauchst du nicht so viel zum Vorarbeiten und so weiter. Habe ich aber auch 380.000 verdient damit. Ja, das geht aber auch. Nein, viel Unterschied ist dann auch nicht mehr, ob du mit dem Helmet jetzt fährst oder mit dem. Wenn du es nimmst, fährst du dreimal, hast du auch eine gute Million. Ja, du konntest halt nachher den Helmet haben, die mit der 2000 Kapazität. Ja, gut. Dann aber da brauchst du auch Ewigkeiten, bis du dann einmal voll hast, das ist halt. Ja. Nein, da musst du zwei zumindest sein, ja. oder was? Weil sonst drehst du dich zum Esel. Ja. Guten Tag, Herr Koko. Hat er es jetzt mitgekriegt, der andere Ticker, dass er... Ja, der hat den okay. Erkurs gekommen. Ja. Was suchst du in dem Kavallerplatz, oder was? Ich weiß nicht, wieso die gemeinsam reden über den Chat, über den Gruppenchat, so komisch. Ah, wurscht. So. Der Bart ist wieder sehr interessant. Ja. Bist du deppert? Nein, ich brauche aber unbedingt nur den und nur einen Bart, das ist ideal. Ah, vielleicht komme ich morgen nochmal auf die Nacht, nachdem ich heimkomme. Den Service, das muss man von 23 Uhr verschieben. Auf weiß nicht, 1 in der Nacht. Sobald der Service um 23 Uhr ist, gehen alle liegen. Ja, aber ich glaube, das ist vom Server. Ist nix, er kommt, alles ruhig. Herr Undertaker, den richtigen Chat benutzen. Benutzen den richtigen Chat. Den ganzen DS. Wir kommen da gleich an. Der Titanic. Und der nur Stress. Wie weit bist du schon? Ich glaube, der Unfall durchgefahren. Der Hose. Ist nix, oder? Ja, man hört aber auch nirgends ein Heli oder sonst irgendwas. War nix. Weil es ist sogar, weißt du, ein strahlenblauer Himmel, da siehst du ja, die Heli ist ewig weit. Wir konnten Razzia machen beim... bei den Banditen. Ist irgendwer von denen noch online? Zu zweit, wenn wir sind, dürfen wir sehen. Frage, ob die wirklich. Nur müssen wir halt einen Grund haben. Ja, den Video. Was? Nein, den Grund finde ich schon. Informant hat gesagt, dass irgendwo. Weiß nicht. Es ist Drogen abgebaut habt und nachher zurückgeflogen seid.
So. Und seit ich mit Hunter fahre, baue ich auch keine Unfälle mehr in die Videos. meine SUV und so weiter bin ich immer. Ja, gut, SUV. Der dreht sich auf der Stelle, wenn du in die Kurven einlenkst. So, aber der Bart hat eh schon 15 Minuten jetzt ein bisschen drüber und ich würde sagen, auch wenn er ein bisschen Fahrt war, beende ich ihn jetzt und wir sehen uns beim nächsten Bart wieder. Ciao!